wunderschönen guten Sonntag aus der Schweiz. Ja, ihr seht richtig, großer Schneesturm hier auf dem Sustenpass, unweit eigentlich vom Gotthardpass. Eine Strecke, die ja auch viele aus Deutschland gut kennen. Hier schneit es im Moment ziemlich intensiv. Wir sind vor einigen Minuten hierher gefahren und ihr seht, der Schnee setzt extrem schnell an. Das ist hier auf dem Sustenpass auf 2220 Meter über Meer. Und ja, er setzt jetzt richtig an. In den letzten Tagen war es doch ziemlich nass und warm. Und mittlerweile ist aus Südwesten eine Kaltfront gekommen und hat natürlich auch die Schneefallgrenze sinken lassen. War die Schneefallgrenze bis gestern noch auf rund 4000 Meter, ist sie heute auf rund 1600 Meter über Meer gesunken. Ihr seht, also tief winterlich, auch die Strecke hier hinauf, ohne Winterausrüstung, keine Chance. Genau, Lore Lendner, das ist die Schweiz. Wir sind hier auf dem Sustenpass, Grenze zwischen dem Kanton Uri und dem Kanton Bern. Im Moment haben die Kinder mehr Freude am Schnee als die Eltern. Irgendwie auch verständlich. Ja, vielleicht ein bisschen noch Fakten. Die Temperatur liegt im Moment im Minusbereich, 2 Grad unter Null. Aber durch diesen Südwestwind fühlt es sich viel, viel kälter an. Jetzt normalerweise viele Gäste, die gerne diesen Pass befahren. Aber ja, in den letzten Stunden ist jetzt einfach ja, das Wetter nicht mehr so ideal. Und es schneit doch ziemlich intensiv. Es ist ziemlich, ziemlich windig. Ja, mit diesen Bildern hier und schaut dieser Sturm. Aber es ist sehr angenehm. Mit diesen Bildern hier auf dem Sustenpass möchte ich natürlich
online vom Soest & Pass.